natürlich dann nicht. So. Der Rest schmelzt sich ein. Einen Teil werde ich dann nochmal in Tränke umarbeiten. Feuerresistenz dran. Da kann ich explosive Pfeilspitzen draus machen. Schick. Wasserresistenz dran. Dampfwolken. Aus Erdresistenz kann ich gar nichts machen. Und aus mittlerer Feuerresistenz auch nichts. Aus Apfelsaft auch nicht. Das würde mich wundern. Giftresistenztrank auch nichts. Ich kann dann entsprechend auch weg. Nee, kann ich nicht. Giftresistenztrank. Giftresistenztrank. Okay, dann nochmal wieder verschiedene. Da brauche ich nochmal eine Feldküche. Leere Fiolen. Habe ich noch 13? Da noch 2. Der Blaupilz kann da mal rein. Den kann ich einen Wasserresistenztrank erstellen, mit dem ich was machen kann. Ah, genau, die Pfeilspitzen. So, mit denen konnte ich kleine Heiltränke. Mit der konnte ich einen Giftresistenztrank machen, der mir aber bis auf Geld soweit nichts großartig bringt. Weil einsetzen tue ich die sowieso aus irgendeinem Grund. Ne? Ach, warum will ich denn immer die Dinger immer auf die Pfeilspitzen schmeißen? Ich weiß es nicht. Handwerk mit und von und zu. Ey, bitte lesen. Ja, okay, kann auch weg. Riesennägel. Aus Riesennägeln kann ich Dietriche machen. Rucksack leer. Ist er wirklich leer? Ja. Das ist ein bisschen mehr wert. Eine Giftwolkenpfeilspitze. Warum habe ich da die noch als Pfeilspitze? Ach ja, den Hammer wollte ich haben. Ja. Und den auch nochmal. Den bitte da mal rein. Dann ist der auch schon mal weg. Das ist gut. Was war das hier? Fertigkeitenbuch des Speerfeuers. Feuert mehrere Pfeile in einer geraden Linie, wobei jeder 33 bis 56 Fähigkeit noch nicht gelernt. Let's see. Halibut. Sheep's cheese. Achso, kann ich noch nicht, weil mein Level in den Monat nicht gut ist. Die leeren Flasche müssen wir dann auch mal voll machen. Okay, okay, okay. Madame, hast du rein zufällig noch Fiolen? My friend returns. Leere Fiolen? Sie hat leere Fiolen. Schuppenstücke. Pfeilspitze habe ich erstmal genug. Scharfer Zahn, okay. Dietriche, die kann ich mir inzwischen selber machen, wenn ich hier Reißnägel finde. Erdresistenztrank war das, ne? Nein, mit dem Erdresistenztrank konnte ich nichts machen.
Aber mit dem Feuerresistenztank. Aber naja, muss ich mir ja nicht so direkt kaufen. Sie hat leere Fiolen. Hat sie denn großer Heiltrank? Kleiner Heiltrank. Madame, ich möchte dir folgende Sachen verkaufen. Die kann sie gar nicht ausgleichen. Ich kann es aber ausgleichen. Danke. Spinnen wir mal weg. Achso, das hier ist nicht der Laden. Hier war doch der Laden. Ja, wollen wir doch hier mal reinschauen, was wir hier noch finden. Oh. Hey, laufen wir halt von der Seite hier rein. So. Hat du irgendwelche neue Sachen zum Handeln? Verzauberungspfeil. Ein Dampfwolkenpfeil hätte sie. 30 bis 63. Ne? Ein Sextant. Für 1300 Gold. Aha. 3000 hat sie noch. Den gebe ich hier erstmal. Dann das doch verkaufen. Den Rest wollte ich aber eigentlich soweit behalten, ne? Erstmal. Ein bisschen schärfen, ein bisschen einschmelzen, dass ich da entsprechend noch mehr Geld bei raushole. Weil ich ja so richtig geldgeil bin. Die Sachen will ich auch nochmal alle aufbewahren. So leere Fiolen? Nein, leere Fiolen besitzt sie nicht. Gut, dann machen wir das erstmal so. Until we meet again. Ja, nee. Ich will aber nicht zurückmieten gerne. Wo ist denn unser kleines Häuselein? Hier. Renn doch mal hier hin, bitte. So, eigentlich würde ich da auch hier gerne irgendwie meine Dings hinschmeißen, ne? Sag schnell, Na, die Pyramide würde ich da gerne nochmal hinschreißen. So, Schleifstein. Also erstmal machen wir die Flaschen voll. Dann das Messer hier, ne? Das ist ja nichts Besonderes. Das will ich mal einschmelzen. Den würde ich gerne schleifen. Warte mal, das Ding hat einen Wert von 598. Immer noch? Gut, du hast 1760. 1900, okay. 1578. 1678. Prügelzeit. Einhandwaffe ist einzigartig. Eine Einhandwaffe hat 40 bis 54. Kann ich aber nichts mit anstellen. Kann ich die eigentlich irgendwie schärfen oder so ein Mist?
Blutiges Messer, Einhandwaffe. Kann ich auch nicht einschmelzen. Kann ich so ein Kram einschmelzen? Nein, das wäre auch zu schön. 16%. 13%. Feuerresistenz 15. Und du hast aber noch Schildexperte. Feuerresistenz, Wasserresistenz und Erdresistenz. Also sieht doch noch eine ganze Ecke besser. Kann ich auch hier einfach verkaufen. Du bist ein veraltetes Henkerschwert. Da du nichts Besonderes bist, werde ich dich auch einschmelzen. Veralteter Eisenfeuerstab. Yes, ich kann mit dem Stab nichts machen. Außer ihn einfach zu verkaufen. Ja, das ist ja mal was. So, du hast 473. 513. Naja, gut, okay. Gut, dann lasse ich den Rest ja jetzt eigentlich dann irgendwie verkaufen und ins Haus reinschmeißen, ne? Dann rennen wir ins Haus. Andersrum müsste ich die natürlich irgendwie in die Dings reinbringen, ne? In unseren Unterschlupf. Kriege ich dich hier rein? Nicht genügend Stärke. Also ein bisschen was ist ja da drin, aber auch nicht viel. Aber unseren Feuerresistenztrank kann ich doch umbauen. Jau, zu ein paar Explosiven. Dann der kleine Omni-Resistenz war so. Wollte ich so mal Luftresistenz. Nicht so Stasis-Wolkenpfeile. Ah. Kann ich die ja wieder umbauen zu direkten Pfeilen. So, dann wollte ich hier reinschmeißen die großen Eisenbarren. Nicht anfertigen. Nicht anfertigen. Alter, da war doch die Option. Einlagern. So. Ja, sortiere ich jetzt den ganzen Scheiß doch mal rum. Oh, da werde ich ja bescheuert, wenn ich das mache. So. Was ist das? Reiterschädel. Reiterschädel. Das sind Reiterschädel. Warum werden die jetzt auch schon wieder unterschiedlich anwählen? Ach man, Leute. Das ist doch wohl so eine kleine Farce, die ihr da mit mir abzieht, wa? So, Knochen? Ah, die übernimmt er. Dann hätte ich hier Tierhaut. Dann nenne ich auch noch mal davon etwas. Nein, ich will die erstmal nur lagern. Ich will die noch gar nicht umbauen. Sternstaubkraut. Knochenstaub. So ein Auge hätte ich denn noch dazu. Ja, ich muss jetzt gerade bei ein paar Sachen hier wegarbeiten. Geh rein, wenn du mich so ärgern willst, dann. So, Seestern. Habe ich hier schon irgendwo Seestern? Ja, habe ich. Kann ich die auch zusammentun? Kann ich nicht stapeln. Das ist wirklich ärgerlich. Rattenschwanz. Den kann ich aber stapeln, ne?
Ah, Dankeschön. Hier ist doch ein Schädel. Schädel oder Kiefer. Breiter Schädel. Breiter Schädel. Nur Schädel. Dann kommt der hier, kommt auch nochmal extra gestapelt. So, noch irgendwas. Rubine, die kommen woanders hin, ne? Ein Hühnerfuß. Habe ich hier noch einen Hühnerfuß? Habe ich hier noch einen Hühnerfuß? Ja, habe ich. Das sind immer leere Bier. Ich schmeiße die gerade jetzt einfach mal hier rein. Schriftrolle Unsichtbarkeit geht einfach mal ins Scarlet. Ja gut, ich muss mir dann doch wirklich überlegen, ob ich die Sachen nicht irgendwie... wirklich doch mal, ich sag mal, umstellen will. Ach hier, die... Orkhauer habe ich vergessen. Wein. Keine Sau. Joshuas Gewürze, weiß ich auch gar nicht, wo die hin sollen. Orkhauer Waren hier oben. So. Rubine und so ein Kram habe ich hier gar nicht eingelagert. Die müsste ich dann mal da einlagern, ne? Hier sind ja auch diese ganzen wertvollen Sachen. Rubin. Hier ist auch ein Rubin. Ich kann ihn nicht stapeln. Hier ist ein Diamant. Ein leerer Krug. Irgendwelche Notizen. Erleuchtetes Amulett, von dem ich gar nicht weiß, wo es herkommt. Talisman der Königsgarde. So, diese ganzen komischen Notizen, die ich ja eh nicht verkaufen kann. Kommen einfach mal hier rein. Zweimal Pergament. Hier das Tagebuch. Das Hauptbuch. Die Befehle von Mittleren. Also nur Befehle. Enthüllungszauber haben wir auch schon eingesetzt. Irgendein Testament. Naja, diese blöde Universalsteuerung, die ja eh nicht funktioniert hat und sinnvoll war. Ja, gut, Kochtopf, da kann ich dann noch Feldküchen bauen, wenn ich so brauche. Hier Nahrung. Ich hatte auch schon mal eine Sortierung drin. Inzwischen aber auch schon wirklich da hinüber ist. Schenken. Ach, großes Fleisch. So. Gut, Wein. Kann auch weg. Ja, dann ist das ja auch schon mal wieder alles sortiert. Gut, dann werde ich an dieser Stelle speichern. Dann werde ich an dieser Stelle nochmal speichern. Und werde mich dann auch von dieser Aufnahmereihe verabschieden. Ich werde wahrscheinlich demnächst noch mal aufnehmen müssen, weil mir gehen echt so langsam die Folgen aus. Wir haben jetzt alles einsortiert. Ja, wir haben ein bisschen was geschafft in der letzten Zeit. Ich muss jetzt noch mal gucken, wo wir denn als nächstes hinrennen. Auf der großen Karte. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht alle Nebenaufgaben oder sonstige Sachen an Aufgaben erfüllen, die wir so nebenbei finden, weil man würde sich wahrscheinlich stundenlang totsuchen, weil das ist doch alles sehr verwinkelt. Auch das mit dem Kopf von Nick. Ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Ich weiß nur, der wurde ins Meer geschmissen. Aber wie man weiß, das Meer ist riesengroß. Und alles, was da drin reinfällt und so, wird eigentlich auch verschlungen. Und taucht nicht unbedingt wieder auf. Also kann ich nicht genau sagen, wo wir den überhaupt finden könnten.
Ja, ich werde jetzt mal zur nächsten Aufnahme raussuchen, wohin wir denn als nächstes gehen, wenn ich es nicht irgendwie vergesse. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, bye bye und bis zum nächsten Mal.